Also ich wollte euch ja eigentlich die Festung zeigen von innen, aber guckt euch das an. Wir sind bei Tag 17, ja? Ist ja kaputte Karte und so. Aber die sind einfach so viele von denen. Die spielen auch Schwierigkeitslevel normal. Liga oder was ist das? Nee, Abenteuer war das normal, ne? Hier sind einfach immer Wellen der Vernichtung. Da ist das Lagerhaus, das ist immer für ihn reingegangen. Jetzt sind wir halt vorne rausgegangen wieder aus der Festung. Und ja, also... Ich meine, ich habe Kugeln ohne Ende dabei, also 100. Wieder springen auch mehrere Zombies zeitgleich. Aber das ist hier einfach nicht witzig. Weil es noch nicht anspruchsvoll ist. Da begatten sich die Zombies schon gegenseitig. Und eines gibt es, das ist Wandering Horden, ne, die wieder weitere Horden anrufen. Sind halt alle von der Telekom, ne, oder von der Zeugen Jehovas, eins von beiden. Wir haben leider noch kein MG gefunden, das wäre halt extrem witzig. Von überall, aus Metten Süd, aus Düsseldorf, Schwanenwede Ost, Grüße gehen raus. Und aus Berlin kommen die hier auch. Das sind die Springer. Ja, wir sind zwar jetzt über 60 Sekunden, aber normal ist halt hier halt einen super geilen Triple irgendwas Zombie. Ja, Junge. Geh mal zum Händler. Wir können jetzt auch in der Festung bleiben und die einfach alle töten, aber die Heatmap der Festung ist jetzt ziemlich hoch. Kommt wieder Frodo, der Beutlin. Das war wieder eine kleine Streamerin. Also keine Streamerin, sondern eine Screamerin. Nicht das mit SC, sondern das mit SW. Diese ganzen Kugelbräute hier, ne? Junge, Junge, Junge. Brauch gerade übelst keine Granaten, ne? Ach, wisst ihr was? Wir haben auch keine Schüsse mehr. Ja, Wie könnten wir noch anderweitig in die Festung kommen? Ja, dafür habe ich auch schon vorgesorgt, falls der lange Weg nicht geht. Gehen wir einfach in den kurzen Weg. Einmal außen rum. Ja, wir könnten auch vorne hier einmal Super Mario Jump'n'Run spielen. Ah, oh nein, ich bin gut. Ich pack jetzt meinen Hammer aus. Mir reicht's. Er ist zumindest leise. Oh, er ist mit dem Gesicht im Boden eingerastet. Wo willst du denn? Immer meine Mauer in Ruhe lassen, ihr komischen, hässlichen Freaks. Immer aufs Gesicht. Was bist du denn für ein Ei? Bruder, wir müssen... Ja, aber es ist ein Glück, dass wir mehrere Wege besitzen, ne? Ah, diese Alten, meine Güte. Ja, wir können leider den Perimeter nicht anwerfen, weil... Oh Gott, was ist denn hier los? Ich wollte doch einfach nur ein paar Videos drehen, ein paar kurze, und euch die Festung zeigen. Oh, meine Güte. Naja, wir springen jetzt hier einmal rüber. Hoffentlich schaffen wir das diesmal. Jo, geht. Ja, Moment. Boah, ich fast wieder runtergesprungen.
Wie habe ich mir das jetzt überlegt? Wie wollte ich das machen? Junge, das ist ja schlimmer als auf einer Party hier. Das habe ich dann auch wieder nicht geschafft. Ja, ist halt hier wie in Mappen Süd, ne? Wenn Nirvana wieder auftritt. Ja, leider geht das Tor nicht. Weil ich das ausgemacht habe. Damit da nicht immer Flickflack, Flickflack kommt. So, ja, gut, so das ist jetzt ein längeres Video. Doof. Haben wir noch die Holzplatten? Ja, haben wir noch. Mein Hammer ist zu kurz. Geh weg, du hässliche. Nein, schon wieder. Junge, 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 Junge. Jetzt geht's hier aber ab, ne? Lass mich hier durch. Ich bin Arzt. Ich bin Fachanwalt für. Oh Gott. Knüppeltag. Ja, Spandauer Knüppeltage sind das hier. Auch nichts zu essen dabei, ne? Ja, das war natürlich wieder Peak Performance hier. Ja, Bruder, das wird auch schon zu 5% verseucht. Haben wir. Ach ja, keine Ahnung. Lass sie mal da rumlaufen, die gehen auch wieder weg. So habe ich auch gelevelt, ne? Also sei Glück, dass wir sportlich sind, sonst wären wir hier ziemlich aufgeschmissen und schon bestimmt dreimal gestorben. So, Spandauer Knüppeltage sagen Hallo! Das Problem ist, ich habe eine ziemlich alte Tastatur. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Oh Gott, Alter! Ich mach das nicht mit Absicht, mein Jesus nicht. Ich will rein, ich will euch eigentlich was Geiles zeigen. Also wird es halt ein Video starten. Es ist doch noch das Tor offen, jetzt laufen die mir die Bude ein da drinnen. Wir haben ja gelernt, von hier können wir nicht springen, weil wir dann abstürzen. Wir laufen einfach von der anderen Seite rein. So, wir sind über 100. Und Sepp. Okay, haben wir geschafft. Sind ja ein bisschen safe, ne? Ja, Jump and Run. Tschüss, Zombies. Ist hier irgendwer drinne? Das ist die Garage. Habt ihr die auch mal gesehen? Ist hier einer? Hallo? Nein. Lass du meine Festung in Ruhe? Das Dach der Garage. Wie ist der denn da hingekommen? Er ist raufgelaufen. Er hat seine Füße in die Hand genommen und ist gelaufen. Liebeshöhle. So. Da ist jetzt auch noch einer raufgelaufen. Dann kriege ich aber einen Anfall hier. Okay, niemand. Medizin. Wir hauen uns so ein Glas Honig rein.
Ein paar Vitamine. Ist nie verkehrt. Verband brauchen wir nicht. Wir haben kein Aloe Vera. Bisschen Schmackofatz. Ja, das haben wir. Ja, warum nicht? Ist nicht verkehrt. Bisschen neue Mumpeln. So. Naja, wie ihr seht, das ist ja einfach Imba. Wir brauchen ein bisschen. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen. Wir haben keinen Stahl mehr. Na gut. Könnte mir ja jetzt mal den Spaß erlauben, euch den Perimeter zu zeigen. War der hier? Hoffentlich ist es noch alles verkabelt. Das weiß ich halt nicht. Ach ja, der geht doch gar nicht auf. Na, ich bin natürlich dumm, weil der ist auf Vorder eingestellt und das wird ja eh nicht funktionieren. Aber wir können das Licht anmachen. Das können wir tun. Warum? Weil ich es kann. Natürlich auch wieder ziemlich schlau und habe kein Essen mitgenommen. Können uns einfach ins Motorrad setzen und wegfahren, ne? Es ist wie Hordennacht. Es ist schlimmer als Ho Oh, was für ein Glück, dass ich das gesetzt habe. Ich gehe mal Sprengmittel holen, das ist mir zu aufregend. Na, ich bin, denke, ich wollte einfach nur ein paar Shorts aufnehmen, ne? Ja, Sprengmittel auf deiner Seite. Ja, läuft. Ja, wir haben nicht mehr so viel. Nehmen Woran wir. das wohl liegt? Ja, weil unsere. Also, wir spielen ja mal zu dritt. Und unsere zweite Person ist gerade auch. Was tun wir? Ist der aus Neverland gekommen? Mal lieber die Tür zu hier. Werft nicht mal ein geschlossenes Scheunentor aus Schweiß. Durchgebackt? Ist er gekommen? Hier durch die Tür? Ja, die kleinen Scheißer kriechen. Kriechmodus ist Haben wir ja aktiviert. gelernt. Aber auch nur, wenn die aufeinander stehen, ne? Naja. Aber das kann uns gar nicht schocken. Machen einfach die Türen zu. So. Problem gelöst. So, wir können auch auf der anderen Seite rausgehen. Hab hier jetzt auch eine Tür eingebaut. Hab jetzt auch so ein Gitter hingebaut. Oh Gottes Willen. Aha. Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht? Genau vom Eingang. Ja. Oh Gott, oh. Wie viele Streamer sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ja, die rufen ihre Freundinnen 7, gleich 8, mit an. 9. Und da unten hängen auch noch irgendwelche ab. Ja, wir haben die Türen zugemacht, da passiert erstmal nichts. Wir kriegen ja übelst EP, ne? Das war eigentlich nicht brauchen, aber lassen wir das. Ich meine, wir haben ja jetzt nichts gemacht. Wir wollten ja eigentlich nur ein bisschen
bisschen so durch die Festung laufen, aber. Tja. Ja, gut, ihr seht ja hier links den Schank-Event. Wir jetzt extra nicht schießen, damit nicht noch mehr Leute kommen. Weil durch den ganzen Lärm, den wir produzieren, ist das halt nicht so günstig. Weil wir haben keine, also ich habe keine Waffen mit Schalldämpfer. Ich habe einfach nur ins Gesicht. Meine Teammates, die haben Schalldämpfer. Wenn die auch immer auf Entdeckungstour gehen, ne, Rocky? Ja. Ich gehe nicht auf Entdeckungstour, ich baue Festungsanlagen. Nee, ich bin eine kleine Looter-Queen. Oh mein Gott, es hat endlich Fall runter aufgehört. Jetzt musst du die gelben Eier einsammeln. Jetzt gehen wir eben schnell die gelben Eier einsammeln. Das ist ein Grund, warum die mittlere Reihe höher ist als die anderen? Eigentlich ja, damit die Zombies den Weg besser finden zum einen und dann auch besser wieder runterfallen. So. Hat man Zombie gehört? Wer bist du? Ah, du bist der Versicherungsvertreter. Kieferknacker. Ah, das ist vorbereitet. Eben mal gucken, ob die sich hier irgendwo reingegraben haben. Sieht nicht danach aus. Egal, das Licht ist an. Das ist das Wichtigste. So. So. Haben wir das auch erledigt?